Jedem Aufstieg folgt einmal der Fall. Wenn wir also von einem goldenen Zeitalter sprechen, so müssen wir darauf achten, diese Bezeichnung nicht zu leichtfertig zu verwenden. Der Aufstieg der Tang zur Macht war in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Hinterließen sie doch viele Errungenschaften, die bis zum Ende des kaiserlichen Chinas im 20. Jahrhundert unverändert blieben. Die Bedeutung, die die Dynastie für Kunst und Kultur hatte, ist bis heute unbestritten. Doch ihre Herrscher wurden zu Opfer ihrer eigenen Überheblichkeit und Habgier. Und als wären diese uralten Charakterfehler nicht schlimm genug, erlitten sie auch noch eine demütigende Niederlage nach der anderen. Hallo, mein Name ist Ella und herzlich willkommen zu Einfach Geschichte und zu dieser Episode über Chinas Dynastie der Tang. Es war eine Zeit, in der viele Wegmarken für das moderne China gesetzt wurden und sich das Reich in das Konzert der Großmächte beförderte. Es entstand eine riesige Exportindustrie und man begann einen enormen kulturellen Einfluss auf die umliegenden Nachbarn auszuüben. Der große Unterschied zu heute ist jedoch, dass diese Nachbarstaaten es gern sahen, wenn sie mit der Dynastie in Verbindung gebracht wurden. Sie trugen nicht nur zum Aufstieg der Tang bei, nein, sie profitierten im Gegenzug auch von deren ruhmreichen Tagen. Es dauerte eine Weile, bis sich die Tang etablierten. Nachdem Li Yuan mit seiner Tochter, der Prinzessin Ping Yong, die Tang zu beeindruckenden Siegen führte, kam es zu einem internen Konflikt innerhalb des königlichen Lagers. Li Shimin, besser bekannt als Tao Zong, der nicht nur seinen Vater vertrieb, sondern auch einige seiner Brüder ermorden ließ, schaffte es schließlich auf den Thron. Sofort begann er mit dem, was neue Herrscher am liebsten tun, Reformen ankündigen. Jedoch anders als viele politische Reformer, die ohne großes Nachdenken alles umwälzen und erneuern wollen, beschränkt sich Tao Zong erstmal darauf, seine Statuten niederzuschreiben. Dieses Buch, das 500 Paragraphen umfasst, gilt als sein nachhaltigstes Werk. Die darin enthaltenen Regularien waren dabei stark von Konfuzius' Philosophie der Hierarchie beeinflusst. Beispielsweise war die Härte der Bestrafung davon abhängig, in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander standen. Der Sohn, der ein Verbrechen gegen seinen Vater begeht, wird sehr viel strenger bestraft, als wenn der Vater das gleiche seinem Sohn antut. Tao Zong begründete auch die chinesische Beamtenschaft und den Regierungsapparat, der bis zum Ende des chinesischen Reiches 1912 in seinem Grundkonzept unverändert blieb. Es gab drei verschiedene Behörden, das Kanzleramt, die Behörde für Staatsangelegenheiten und das Sekretariat. Außerdem sechs Ministerien, die für Steuerangelegenheiten, für Traditionen, das die rituellen Praktiken und staatlichen Zeremonien regelte, die Verteidigung, Justiz und eins, das für die Infrastruktur zuständig war. Die Prüfung zum Beamten konnte theoretisch jeder ablegen, der seinen Konfuzius gelernt hatte und sich für einen Arbeitsplatz in der Regierung bewerben wollte. Doch es waren nicht nur intellektuelle Fähigkeiten gefragt. Um für den Staatsdienst in Frage zu kommen, musste man sich besonders gut ausdrücken können, ein adrettes Auftreten besitzen, talentiert mit der Schreibfeder umgehen können und ein ausdrucksstarker Dichter sein. Die Tang legten hohen Wert auf die Künste. Zum Teil kam das auch durch den hohen Einfluss des Buddhismus, der seit dem Beginn der Dynastie sehr beliebt war und zum Nachdenken anregte. Zynisch ausgedrückt könnte man auch sagen, dass die buddhistischen Tempel in der Regel sehr wohlhabend waren und die Tang ein Auge auf die Reichtümer geworfen hatten. Als es schlecht um den Haushalt stand, bedienten sich die Tang einfach des Vermögens eines der Tempel und bezahlten damit die Reparaturen an den religiösen Plätzen, Statuen, öffentlichen Gebäuden und Brücken. Die Dichter waren praktisch die Rockstars der damaligen Zeit. Li Bai und Du Fu hatten Ämter bei der Regierung und ihre Arbeiten wurden im Theater, beim Tanz und am Hofe gefeiert. Sie waren auch die Chronisten ihrer Zeit. Ihre Lebenswerke sind unter anderem die wichtigsten Quellen, die wir heute noch für diese Epoche zur Verfügung haben. Während der Fortschritt in allen Bereichen des intellektuellen Lebens florierte, war es vor allem die Chemie, die sich am deutlichsten weiterentwickelte. Wissenschaftler der Tang kreierten Wasser- und staubdichte Cremes, mit denen man seine Waffen und Kleidung einreiben konnte. Und die ersten chinesischen Öloligarchen bohrten Löcher in der Erde, um an das natürliche Gas heranzukommen, das sie dann durch Bambus-Pipelines zu den Hochöfen transportierten, um beispielsweise Salz zu lösen. Die Tang begannen mit einer enormen territorialen Expansion, die die chinesischen Grenzen weiter nach außen tragen sollte, als jemals zuvor. Ihr Einflussbereich reichte nun bis Nordvietnam im Süden, Kaschmir im Westen und Nordkorea im Nordosten. Der enorme Reichtum und die Tüchtigkeit der Chinesen schürte das Interesse der umliegenden Länder. Mehrere kleine Staaten wurden als Protektorate an das Reich angegliedert. Sie reichten bis nach Herat im Westen Afghanistans. Trotz der ständigen Banditenüberfälle florierte der Handel über die Seidenstraße. Die Chinesen erzielten nicht nur Profit durch ihre Exporte, sie genossen auch die vielen Neuheiten, die sie durch den Handel ins Land brachten.
Eine alles verändernde Neuheit war die Einführung des Stuhls in das alltägliche Leben. Vorher war es der Chinese gewohnt, im Schneidersitz auf einer Matte zu sitzen. Zwar durchqueren heute täglich vollbeladene Costco-Containerschiffe die Weltmeere, doch bereits im 9. Jahrhundert hatten die Chinesen eine vergleichsweise riesige Schifffahrtsindustrie. Das 1998 entdeckte Schiffswrack von Belitung war beispielsweise mit einer Fracht von 63.000 Keramik-, Silber- und Goldstücken beladen. Durch die vielen Hafenstädte emigrierten über die Zeit viele verschiedene Nationalitäten nach China, darunter Perser, indische Hindus, Malaien und Juden. Zudem gab es einen Sklavenhandel. Duan Chengxi, ein Schriftsteller aus dem 9. Jahrhundert, berichtete über den Menschenhandel rund um Bobali, von dem man heute ausgeht, dass es sich um das alte Wort für Somalia handelt. Für eine kurze Zwischenzeit regierte Wu Zetian das Land, Chinas erste und einzige Kaiserin. Als sie jedoch starb, dauerte es nicht lange, bis ein neuer Mann die Macht wieder an sich riss. Dieser neue Kaiser hieß Xuanzong und hatte einen vielversprechenden Start. Er schuf die Todesstrafe ab und sein neuer Kanzler arbeitete hart daran, die Deflation zu bekämpfen. Doch bereits sein Nachfolger machte all das wieder zunichte. Und zu einem Überfluss begann es an Chinas nördlichen Grenzen zu brodeln. Während sich das chinesische Territorium rasant ausgebreitet hatte, schuf es auch viele kleine Protektorate, von denen die meisten doch recht zufrieden waren, dass sie Teil des aufsteigenden Reiches waren. Doch Xuanzong machte den Fehler, seinen Generälen zu viel Freiheiten zu lassen. An Lushan, der die nördlichen Territorien regierte, begann eine offene Rebellion. Es war nicht viel mehr als ein opportunistischer Griff zur Macht, doch zerstörte er vor allem das in ihn gesetzte Vertrauen. An Lushan war Mongole. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Mongolen zu dieser Zeit eine Ansammlung von verschiedenen Stämmen waren. Erst Genghis Khan sollte sie dann im 13. Jahrhundert vereinen. An Lushan war wie die heutigen Mongolen zur Hälfte türkischen Ursprungs und er sah die Gelegenheit, die türkische Bewegung in der Region zu stärken. Mit ihm begannen Jahrzehnte des Krieges, die den Staat in den Bankrott trieben und ganze Regionen ins Chaos stürzten. Die berühmtesten Dichter der Tang-Dynastie gerieten in die Machtkämpfe und zum Beispiel Du Fus jüngster Sohn starb durch eine der Hungersnöte. Zwar entstammte Du Fu einer konfuzianischen Schule, seine Werke legen jedoch viel Wert auf die buddhistischen Tugenden der Menschlichkeit und der Uneigennützigkeit, gerade in Zeiten des schrecklichsten Leidens. Betrachtet man die hohe Religiosität der Herrscher der Tang, so scheint dies nicht gerade verwunderlich. Inmitten des Krieges schrieb Du Fu Folgendes: "Grübelnd über das, was ich erlebt habe. Wenn selbst ich dieses Leid erfahren habe, wie sehr muss der gewöhnliche Mensch von diesen Winden erfasst worden sein?" Doch sobald die Waffen schwiegen, wurden die Buddhisten erneut verfolgt. Die sterbende Tang-Dynastie machte den in sich gekehrten Spiritualismus für den Niedergang des Reiches verantwortlich. Begannen sie damit, die Klöster nur auszurauben, so würden sie sie diesmal regelrecht zerstören. Den Protesten der Intellektuellen antworteten sie nur, dass China seinen Weg aus den Augen verlor, als es sich zu weit von den Konfuzius-Lehren wegbewegte. Wieder war es der Taoismus, den sie als Chinas ursprüngliche Religion ansahen. Es war der bittere Rückzug in den Nationalismus. Auf der einen Seite war die Zeit der Tang-Dynastie eine ehrwürdige Ära, die Chinas Geschichte mit vielen künstlerischen und technischen Erneuerungen bereicherte. Durch die massenhafte Migrationsbewegung könnte man sagen, dass auch der Multikulturalismus blühte. Als jeder Geld verdiente, schienen die Unterschiede der Herkunft, der Sprache und selbst des Glaubens in die Unbedeutsamkeit zu verschwinden. Doch das Reich riss an seinen schwächsten Punkten. Zu viel Macht wurde an die Kommandeure der Grenzregionen abgegeben, denn es war ihnen nicht möglich, die vielen tausenden Kilometer zwischen den vier Ecken des Reiches ausreichend zu kontrollieren. Ja, zwar besaßen die Tang einen Postservice, der über 32.000 Kilometer Strecke zurücklegen konnte, doch dieser konnte nicht über die fundamentalen Schwächen des aufgeblähten Reiches hinwegtäuschen. Wo wir gerade bei der guten alten Post sind, ist es nicht erstaunlich, dass wir immer noch eine Kommunikationsform benutzen, die so viele Jahre alt ist? Das Gleiche kann von Papier gesagt werden, eine der ältesten und gleichzeitig aktuellsten Erfindungen der Zivilisation. Die Chinesen erfanden nicht nur das Papier, sondern auch gleich noch eine hochkomplexe Schrift und das Drucken. Mehr dazu gibt's hier oben in unserer Folge dazu. Was glaubt ihr? Hätten die Tang ihr Reich lieber kleiner und damit konzentrierter halten sollen? Oder war es die richtige Entscheidung zu expandieren, trotz der möglichen Konsequenzen? Wie hätten sie ihre Gouverneure besser kontrollieren können und statt im Krieg zu versinken, mit diesen Regionen langfristig erfolgreich umgehen können? Hinterlasst eure Kommentare sehr gern hier unten und abonniert unseren Kanal, um alle Videos zu sehen, die wir zu China und den anderen Themen der Geschichte produzieren. Das war's von uns. Tschüss!